da seid. Das ist hier. Was? Er hat den coolsten Part. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich verdiene mein Geld im Bett. Ne? Okay, dann morgen. Aber das ist doch Rheinland-Pfalz hier, ne? Ja. Das erkläre ich dir morgen wieder, das Drehen, wenn es überhaupt gedreht wird. Also pass auf. Das ist der Carl Zeiss Koffer, da hast du 35,14, da hast du 85,14, das mit dem drehen wir nicht. Das ist der 18, das ist verzerrt ein bisschen. Dann tust du auch gleich weg. Da hast du 50,14. Dann, dann komme ich gar nicht drauf, mit dir zu drehen, tu es mal weg. Da hinten dran immer. Dann nehme ich einmal das da mit. Ihr wisst doch, dann gehe ich ihn auf, ja? Jo, ciao. Jawohl. Aber wie du gehst leer, gell? Was? Das leichteste nimmt er. Man fasst es nicht. Möchtest du wieder Getränke? Soll ich dich mitschleppen oder was? Und müsst jetzt auch demnächst ankommen. Okay. Und dann könnt ihr euch auch langsam, ganz gemütlich um die kümmern. Baut erstmal euch auf hier und richtet euch ein. Oben in der Mitte müsst ihr auch Farbe drauf machen, das glänzt nämlich immer so. Hier oben? Ja. Und was wichtig ist bei dir, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist, das ist ja der Wahlspruch. Ja, ja, da habe ich auch. Dass der auch bin ich aufgestanden, bin im Zimmer rumgelaufen, habe das geübt. Genau. Ich habe jetzt Muskelkater. Also näher kann man wieder gehen, ne? So. Das wäre jetzt hier, da müssen wir irgendwie noch tiefer auf jeden Fall, würde ich sagen, ne? Schauen wir mal mit der Tür. Schauen wir mal, ob wir mit der Stimme aufnehmen. Ja, Ton? Ton läuft. 9-2, die erste. Das stellt sich dein Ernst, Vater. Maxi ist Familie. Genau, ich bin jetzt noch zweimal komplett durch. Eigentlich habe ich mir den Schutz gefahren. Und dann bis hier und ab dann Schluss und dann ab hier wieder. Aber wir haben ja auch einen anderen Schutz. Ja, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist möglich. Oh, das ist nicht dein Ernst, Vater. Wie geht's dir? Widerlich, das gibt nicht Rock'n'Roll. Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn nicht ja, weil ich denke ja, der läuft auf der Spur, der ist irgendwie, der sieht scheiße aus. Das ist okay, wenn ich dann auch irgendwie so vor Anfang so mich zu rechtfertigen von wegen so ich weil sonst stand ich gerade irgendwie die ganze Zeit immer so. Ja. Vielleicht kann man das sogar, vielleicht können wir da sogar ein, zwei Sachen improvisieren, ich halt wiederum, dass wir auf ihn reagieren. Irgendwann muss er die Macht übernehmen. Ja, ne, weil ich merke ja irgendwie, okay, er kann sich nicht artikulieren, genau. Deshalb gehe ich dann rein. War's das? Komm. Los, komm! Meine Güte, was für ein Scheiß! Spiel nach Schwere hilft. Sau gut so. Top, so würde ich es machen. So machen wir das. Ja, hast du denn jetzt vollkommen den Verstand verloren? Nein, bitte, sind Sie. Wie, wer sind Sie? Was machst du denn da? Ich hab doch gemacht. Weißt du, was hier los ist, wenn die Presse davon mitbekommt? Ich hab doch heute Morgen versucht. Wie heute Morgen? Denk doch nach! Herr Dr. Huber, ich glaube, hier liegt ein Missverständnis. Alles spielen, bitte? Normal spielen, ne? Ja. Ja? Gut, weißt du.
Concentration. Aha. Ja, und war's das jetzt? Ich denke ja. Max, komm. Ich geh nach Hause. Und scheiß da heute, Mann! Vielen Dank für deine Hilfe. Max, kommst du bitte! Und komm. Was soll ich hier nicht? Du warst nicht mehr auf dem ganzen Aal. Aber ich muss mit dir reden. Jetzt kommt halt uns raus. Für jetzt. Na, da bin ich doch schon wieder. Das ist wichtig. Wie geht's dir? Ich bin mit drei. Das sind die Maskenmädels übrigens. Hallo. Die schauen auch noch, dass alles gut ausschaut. Und ich mich haben sie auch schon gemacht. Er war auch schon in der Maske, wie man sieht. Ja? Sieht man eben nicht. Also, Vanessa Nagel ist gleich mal buchen, die zwei. Super. Ich schaue eigentlich aus wie ein Zombie, aber Ab 2 Stunden muss ich schlafen. Drei. Die Vereinbarkeit von Familie und Sexualität ist möglich. Meine Damen und Herren. Darum schenken Sie mir erneut ein paar Kondome. Ich setze mich für Sie ein. Kannst du da hinten laufen? Ich komme mal mit. Und deshalb schenken Sie mir ab morgen Ihr Vertrauen ins Eis. Jetzt haben wir eine Sprache. Denn das ist klar: die Vereinbarkeit von Politik und Familie und Beruf auch noch, meine Damen und Herren. Das hänge ich einfach noch mit hinten dran und die Juckerpalme oben drauf ist möglich. Ich bin mir sicher, dass wir von der ARS auch in den nächsten Jahren Sorge. Ich glaube, die sind jetzt fertig da hinten. Wir können noch weitermachen. Wir können das den ganzen Tag machen. Ich meine, darüber sind wir uns doch hier im Klaren. Das ist die Schaffung einer angemessenen Anzahl von Kita-Plätzen in jeder Gemeinde. Das ist doch von der Schulter, die du meinst. Okay, bloß die Plakate. Das ist jetzt dein letzter Schuss. Du kannst auch sowas machen. Ja, also ich bin happy. Machen wir für die Menschen. So. Als letzter Schuss. Ja, und an diesem Punkt sagt man dann, wir haben abgedreht. Sehr schön. Das Team hat das erste Mal zusammengearbeitet jetzt und spätestens am zweiten Drehtag waren wir so auf Zack und waren so da. Das ist der absolute Knaller, wirklich. Großartig. Das alles muss man ja sagen, ohne irgendwie auch nur einen Cent dafür zu bekommen. Das heißt, alle haben nicht gearbeitet. Jetzt sag ich noch was. Ja, danke an euch alle. Ziemlich kaputt jetzt nach den 3 Tagen. Hat alles geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist, glaube ich, ein richtig geiler Film. Das wäre nur gegangen, weil ihr alle da seid. So, Resümee. Wir sind jetzt fertig. Ja. Kaputt? Ich hoffe, es hat alles geklappt. Ja, es hat alles geklappt. Natürlich hat alles geklappt. Ja, das war besser als gut. Nein, das ist total geil. Ja. Also, nächste Bier und die ziehen alle mit. Ja. Die kommen hierher und helfen mir beim Film. Das ist schon cool. Ja, die hilft man doch immer gerne. Ja, ich frage mich, warum? Als Film bei euch jetzt, wie war das mit euch, Vater, Sohn? Hat es harmoniert. Ja, also wir sind ein gutes Team. Walter ist irgendwie schwierig. Ja, manchmal. Ich musste mich daran gewöhnen, angeschrien zu werden. Aber es war sehr schön, von dir angeschrien zu werden. Ich bin noch nie so schön angeschrien worden von Walter. Was denn? Wovon? Wie denn? War das Zauberer oder was? Herr Dr. Huber! Ja, nee.
Ja, ja, war wirklich toll. Hat es euch Spaß gemacht? Ja, total. Total. Mit allen, auch mit Frank und Bernd war ja auch sehr lustig. Ja. Gerne wieder. Gerne wieder. Gerne wieder. Das soll ein Fazit gerne für heute. Wieder, ja. Wahltag 2. Wahltag. Nee, wir haben schon gesagt Wahltag, ja, Wahlwoche, Wahlmonat und Wahljahr. Gutes Fazit. Genau. Tschüss.